Im letzten Part hat sich die liebe Lara von Wänden bumsen lassen und von Glasscherben nageln. Mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwelche Vögel kennenlernen. Also wirklich. Ja, das hat sich jetzt angeboten. Das musste einfach sein. Also da unten war der Schatz und da sind die nagelnden Glasscherben. Wo du nicht reingehen darfst, auch wenn du das vielleicht wolltest. Wolltest? Ja. Wollen würdest, wolltest. Okay. Ja, und verstehst du? Ja, ich verstehe. Und da, ja, da kann man hoch. Dann gehen wir da zuerst mal hoch. Musst du ja, sonst stirbst du ja. Sonst stirb ich. Das Deutsche ist richtig. Ja, es geht ja runter. Ja, du willst ja dahinter kommen. Und wie tief ist es? Na, das ist mir aber ein bisschen zu tief, um mich da so runterzulassen. Ah, das ist ja auch wieder blöd, wie die tut sich was. Sie hat sich was getan. Natürlich. Ey, das ist ja so gemein. Oh Gott. Ja, kann man da nicht runter, ohne sich weh zu tun? Ich weiß nicht. Nee, kann man nicht. Naja, da hinter uns ist nichts mehr. Das heißt jetzt, ich muss versuchen, dass ich hier wieder rauskomme. Ach. Okay. Was das mal soll. Oh, es geht, aber sie hat sich ein bisschen geschnitten. Aber, naja, sie hat keinen Kratzer, die tut nur so. Ah, okay. Ist ein kleiner Hypochonder, die Lara. Ach so, na, was die alles ist. Okay. Was haben wir was hier? Was soll das? Ich weiß es nicht. Hier kann man schön hier durchgucken. Da könnte doch bestimmt auch durchgehen. Ja, auch da draußen sind... Da ist der andere Schatz, der Jadedrache. Ich sehe den durchs Fenster. Ach ja. Toll. Wie kommen wir da hin? Ja, aber warum sind die Drachen hier so dicht beieinander? Das ist irgendwie lustig. Na, die wussten es nicht, wie sie es anders verteilen sollen wahrscheinlich. Okay, aber warum habe ich... Ich rutsche hier rückwärts runter. Ich habe Angst. Auf jeden Fall musst du dann wegspringen. Ja, okay. So schnell konnte ich gerade nicht. Das... Ja. So schnell konnte ich gerade wirklich nicht. Ah, ich hab's gemerkt. Weil ich wollte die Waffe ziehen, weil ich dachte, da würde eventuell jemand kommen. Ja, okay. Vielleicht solltest du dann doch nach vorne runterspringen. Ja, besser ist es. Komm, Lara, bitte tu dir nicht wieder weh. Bitte. Ah, natürlich, sie tut sich da immer weh. Ja. Ist wohl nicht zu ändern. Nee, aber ich frag mich dann, was gewesen wäre, wenn wir da jetzt so runtergesprungen wären von oben. Dann wäre sie bestimmt komplett verstorben. Wer weiß. Ja, bestimmt. Wenn sie so sich da schon so wehtut und dann noch von oben volles Karacho da runterfliegt. Weil indem man sich dranhängt, spart man sich ja nochmal ein paar Dings, ne? Ja. Oder in dem Fall vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die Platten ja wie so ein, du weißt schon. Ja, ich weiß. So ein Dings. Oh, guck mal, was die Fischis hochspringen können, wenn man sie erschießt. Das sah jetzt auch toll aus. Ihr seid ja fliegende Fischis. Wie haben die da drin überlebt? Das weiß ich auch nicht. Ja, sie haben hier Wasser, aber sie haben nichts zu futtern. Ach, ja. Da kann man dann bestimmt raus zum Schatz schwimmen. Na dann, auf was wartest du noch? Ich bin gerade wirklich verwirrt, dass die das so nah zueinander tun. Warum? Ja, warum nicht? Rechnet man vielleicht nicht mit? Nein. Das war so klar. Ja. Also, wenn wir gleich kein Medipack finden, dann sind wir am Popöchen, möchte ich mal so sagen. Oder du machst es nochmal. Oder das. Ja, wenn der Fisch mich jetzt noch einmal erwischt, bin ich eh tot. Wo muss ich hier wieder raus? du bist falsch. Ja, ich versuche hier gerade irgendwie du musst die Richtung... Runter. Ah ja, ich hab's gefunden wieder. Ah... Dieser blöde Fisch. Oh, die nerven mich, sag's doch. So, raus mit dir. Raus. Fisch, komm her. Ach, ja, jetzt, toll, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du Angst, ne? Naja. Ich speichere das aber auf einem anderen Slot. Ja. Ich hoffe, wir finden ein Medipack. Ja, das hoffe ich auch. Ha, aus dir mache ich Fischstäbchen, du... Ja, Lara, genau. Wolltest du gerade noch mal küssen, oder was? Tut sich noch mal dran weh. Sie hat sich aber nicht verletzt. Oh Gott. Jetzt ist ja schön schräg. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gut, hier lebt wenigstens niemand. Da ist schon wieder bröckliger Boden. Da darfst du bestimmt nicht drauf kommen. Okay. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, vielleicht könnte man da... Nee, das geht bestimmt nicht. Muss bestimmt hier hinten durch irgendwie. Ja, aber hier hinten durch, hier kommt sie doch nirgendwo... Nee.
Da rutscht sie überall weg. Ja, da wo es bröcklich ist, da musst du bestimmt lang. Das war das, was ich gerade meinte. Ja, aber du darfst da nicht drauf kommen. Oder schnell weiterspringen, aber wie ist ja die Frage. Aha, hier rutscht sie auch schon, ne? Ja. Es geht nur über das Ding hier vor dir. Na. So wie es aussieht. Na komm, auch Lara. Meine kleine süße Maus, mach doch einmal das, was ich dir sage. Ach, Oh. hier unten ist nichts. Na toll. Wir schieben schon so eine Panik von diesen Dingern. Jetzt bin ich ja enttäuscht. Ja, gut, ich bin erleichtert, anstatt enttäuscht. Machen die so ein Au. Getue und dann ist da gar nichts. Na? Aha. Endlich mal wieder einigermaßen festen Boden unter den Füßen. Ja, aber schräger, immer noch. Ja. Ach, du musst dich bestimmt da dranhängen, ha? Ja, das habe ich mir gerade eben auch schon so gedacht, als ich da rückwärts gegengeknallt bin. Aber wie soll Madame hier raufspringen? Das tut sie ja schon wieder nicht. Dann muss ich von der Bestimmt Seite. von, ja. Oder halt von unten mit dem Rückwärtssprung. Probier's aus, irgendwie muss es ja gehen. Na, warte mal, wie springst denn du da drauf, wenn ich so? Ja, dann landest du nämlich genau so, wie du nicht landen solltest. Naja, oder du stellst dich jetzt noch mal so hin und springst einfach andersrum. Weil Oder so doch das. geht nicht. Ich bin ja schon froh, dass sie sich gerade nicht wehtut, wenn sie hier gegen die Kisten donnert. Ja, die ist ja nicht ganz aus Zucker, ne? Na, so ein bisschen aber schon. Aha. Ja. Geht doch. Es geht alles, wenn man es nur oft genug macht. Haha. Wenn man rausfindet, wie? Ja, aber dass wir da hoch müssen, das habe ich auch schon gedacht. Weil schon gerade, als ich da mit dem Rücken gegengeknallt habe, habe ich gedacht, sollten wir da vielleicht anders hoch. Ja. Okay, hier sind schöne Bilder, muss ich ehrlich sagen. Können wir da jetzt laufen, ohne zu schlittern? Sicherlich, sonst kommen wir ja nicht weiter. Okay. Wo sind wir denn? Ich bleib auf jeden Fall. Ach, da geht's rein. Ist hier sonst noch was? Nee, aber Naja. wir suchen jetzt eigentlich auch nichts mehr. Wir suchen nichts Schätze haben wir mehr. jetzt alle, oder? Ja, die Schätze haben wir alle, aber ich dachte, hier wird vielleicht noch irgendwie Medipack oder Munition rumliegen. Bestimmt nicht. Ja. Okay, da geht's auch schon wieder tief runter. Warum macht ihr das immer mit diesem. Naja, gut, das war jetzt nicht so tief, aber mit dem bisschen Leben sollte man da schon vorsichtiger sein. Ja, denke ich auch. Ich bin gespannt, wer uns jetzt wieder erwartet. Ein schöner Raum. Ja, da kommt bestimmt gleich wieder was. Ja. Gut, der ist Boah. tot. Hoffentlich hat er jetzt was für uns. Das hoffe ich auch. Boah, das gefällt mir gerade richtig gut. Sollen das die Betten von den sieben Zwergen sein? Naja, okay, dafür sind es ein paar viele. Die sind ein bisschen ganz schön eckig. Ja, aber es gefällt mir trotzdem, ne? Och, der hat auch schon wieder nichts. Oh. Warum? Als Idioten sind. Oh Gott, ich habe Angst. Och Zu nö. Recht. Och nö. Der Ja, doch. hat auf mich geschossen, aber mich nicht getroffen. Ja, Lara, du bist wunderschön. Ich kann es dir nur immer wieder sagen, aber guck mich nicht so an. Schieß lieber. Naja, der kommt hier anscheinend noch nicht hoch und da müssen wir schieben. Ja, bestimmt wieder. Ja, ziehen geht ja mal wieder nicht. Oh, da ist frei, da ist frei, da ist. Der hat mich jetzt im Schießen. Im Schieben erschossen. Auch toll. Ja, dann musst du den erst abknallen. Ja. Ach. Komm her. Aber so kann man den gut erschießen schon mal. Ja. Wenn der erstmal gemütlich darunter geht. Ja, ich muss aber, glaube ich, eine andere Waffe nehmen, die ein bisschen schneller schießt. Weil die Schrottflinte ist zwar gut, aber die zielt ein bisschen langsam. Das ist schon besser, wenn es ein bisschen schneller ist. Ah gut, er läuft gerade weg, er läuft weg. Bleib da, bleib da, bleib da und stirb. Danke. Bleib da und stirb. Die Hard 5.0. Ja, hast du dir mal die stirb langsam Teile angeguckt? Ich glaube, den aktuellsten, wo es gibt, irgendwie habe ich mal gesehen, aber den Rest. Ich habe die ersten, also ich habe alle jetzt mal geguckt, die es gibt. Und ich muss ehrlich sagen, so ab dem dritten wird es ein bisschen sehr lala. Also. Ja, das ist so allgemein nicht mein Ding.
Auch, also ich sag mal wirklich so, der erste und der zweite, die sind noch richtig. Nein, 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 nein. Das ist auch mit tolle Art. Hat mich schon wieder erschossen. Ja? Verdammt. Autsch. Die beste Mal, wenn du vielleicht, naja, nach links und rechts springst und nicht nur deine komische Rolle machst, vielleicht. Ja, aber an die Rollentaste komme ich immer so schön schnell dran. Das ist eigentlich so meine Lieblingstaste mittlerweile. Ich merk's. Obwohl ich die Rolle ja sehr selten mache. Aber vielleicht, wenn du nach links und rechts springst, kannst du vielleicht besser ausweichen. Na, ich hoffe. Na, typ, vielleicht probierst du es einfach mal. Vielleicht klappt's ja. Na, ich versuch's. Kann ja sein. Ich werde es versuchen. Anstatt, dass der andere Typ jetzt auch schon mal kommt. Naja, nur vielleicht nicht gerade jetzt, weil... So, jetzt speichere ich hier in Sicherheit nochmal, dass wir die beiden nicht immer wieder erschießen müssen. Ja. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, ich auch. So, komm her, mein kleiner Kollege. Wir wissen ja schon mal, dass er jetzt kommt. Das ist ja schon mal ein Vorteil, ne? Ja. Er kommt auch schon. Er ist tot. Er ist tot. Was zum Teufel? Warum ging das jetzt bitte so schnell? Der hat auch kein Medipack. Oh mein Gott. Aber der liegt schön beim anderen. Ja, die wollten unbedingt zusammen sterben. Warum kann man diese Kiste schieben? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ist da drunter was? Ja, kann ja sein, dass da ein Schlüssel drunter liegt oder Munition. Nö. Vielleicht, dass man irgendwo draufspringen kann. Ja, die wetten, dass wir das Ding hier irgendwie ja durch den Raum kriegen. Das geht ja gar nicht. Nee, nee. Aber irgendwie... Joa. Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ey, Jungs, wisst ihr, was man da mit der Kiste machen muss? Ja, hättest du vielleicht erstmal fragen sollen. Na, erst schlagen, dann fragen. Wenn sie dabei sterben, da kann ich auch nichts für. Oh mein Gott. Da kommt ja noch so ein Typ. Ja, aber der hatte nur einen Schläger. Boah, warum, so ein kleiner Knüppel. Warum haben die alle nichts? Das darf doch nicht wahr sein. Ich verstehe es auch nicht. Naja, aber wenn wir dann fertig sind, sind wir wieder aufgeladen. Ja, na Gott sei Dank. Ja, soll ich da runter oder soll ich einfach nur rüberspringen? Ja, du kannst mal runterschauen, wirst ja wieder hochkommen, oder? Ja, da unten liegt doch nichts. Na, dann kannst doch, da ist die Kiste, die muss ich bestimmt dahin ziehen. Ich versuche das erstmal. Ja, das kann sein. Weil umsonst, auch vielleicht nicht hoch. Umsonst machen die das nicht, glaube ich. Ja, das geht schräg nach unten. Ja, ja, da kommst du sonst nicht hin. Moment. Oder? Ja, aber dann kriegt sie die Kiste hier doch auch nicht hin. Wie soll denn das gehen? Das geht ja gar nicht. Wenn der Boden hier so schief ist, dann kommt sie da mit der Kiste doch gar nicht hin. Vielleicht musst du dann auch schräg so weit ziehen und schieben, wie es geht. Und dann musst du vielleicht auch schräg hoch. Aber sie wird die Kiste ja maximal bis hierhin ziehen können. Ja. Was nützt die Kiste mir hier? Dann stehe ich hier und freue mich meines Lebens, oder wie? Ja, oder wir müssen vielleicht wieder Wasser reinlassen? Ja, aber wo soll das Wasser herkommen? Mal blöd gefragt. Moment, halt. Nein, Lara, geh nochmal weg. Was ist da? Nichts. Nee. Okay. Wie ist das Wasser in die anderen Räume gekommen? Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber... Da hat vielleicht auch was mit der anderen Kiste auf sich, die dort steht. Aber wie sollen wir die hier hinkriegen? Das ist das, was ich mich gerade frage. Kann man die Kiste in dem Gang da vielleicht noch verschieben? Ja, die hier kommt irgendwie... Na, so rein tut sie. Ach, vielleicht aber nach hinten. Also, dass man... Weil wir kommen ja in den Raum trotzdem rein. Also, jetzt wird sie... Na, ziehst du sie nochmal, Schatz? Ja. Okay. Und, weiter? Jetzt, wir können ja durch... Also, hoffe ich, das wäre jetzt so mein Plan. Man sah hier ja schon das Geländer, dass wir hier rüberspringen könnten irgendwie. Wie, weiß ich noch nicht. Ne, ja. Und vielleicht mit dem Rückwärtssprung. Ach ja, dass dahinter dann was ist, ja. Ja. Ah ja. So. Genau. Sieht richtig aus. So, ich weiß es nicht, aber... Na, das... Andre, die hätte ich jetzt auch nicht. Aha. Mhm.
Siehste? Okay. Da war es ja schon wieder. Was ist hier? Ist hier was? Nö, mal wieder nix. Dunkel. Dunkelheit. Ach, und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel, so wie es aussieht.